Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Das Auto ist fertig. Los geht's. Dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Noch 3 Minuten.
Minute. Sekunden in dieser Session. Das ist deine letzte gezeitete Runde. Gut so, du hast Q2 erreicht. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Alles ist bereit. Die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Oh.
5 Minuten bleiben in dieser Session. In dieser Session.
Pech gehabt. Du landest knapp hinter den Erwartungen. 11. Platz. Wir sind soweit. Zwar dein Heim-Grand Prix, aber lass dich nicht verrückt machen und geh keine unnötigen Risiken ein.
wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist.
dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Oh.
hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Wird wohl in den nächsten zwei Runden an die Box fahren. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du kannst das fette Gemisch 3 wählen, wenn du willst. Nutz die Performance dann, wenn du sie am besten brauchen kannst. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Bekommst du harte Reifen.
die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Wir haben dir einen Satz der härteren Reifen gegeben. Damit bleiben noch zwei Stops. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. In Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Kimi legt ein paar richtig gute Zeiten hin und ist im Moment der schnellste Mann im Rennen. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. An der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen.
paar richtig gute Zeiten hin und ist im Moment der schnellste Mann im Rennen. Einigen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. We'll be right back.
Sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Jetzt an ihm dran. Sobald er einen Fehler macht, holst du dir deinen Platz wieder zurück. Sieht aus, als ob Weber demnächst zum Boxenstopp kommt.
Reifen sind im Moment 3 Sekunden besser als deine.
Zeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Du hast den verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Boxenstopp diese Runde. Komm am Ende dieser Runde an die Box. Vettel müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Richtig gute Zeiten hin und ist im Moment der schnellste Mann im Rennen. Du musst diese Runde an die Box. Den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an.
Wir sollten in den nächsten Runden vielleicht auf Benzingemisch 2 wechseln. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Kimi liegt im Moment 5 Positionen vor dir. Dass du dir bald an die Box fährst. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Hinter dir. 5 Sekunden.
weicheren Reifen unterwegs. Dann ist das Ding wird kürzer. Rosberg liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs, kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden, du machst das gut. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. We'll be right back.
Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Team hat ausgerechnet, dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt. We'll be right back.
voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
der Gruppe langsamerer Wagen. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine.
jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Thank you.
Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht eher es nutzen, um dich zu überholen. Thank you.
schließt sich allmählich von hinten. Du musst auf Tempo drücken. Hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf Kimi. Eine Sekunde. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen.
Pro Runde eine Sekunde auf Kimi. Eine Sekunde. Boxenstopp bekommst du harte Reifen.
Platz. Sechster Platz. Gutes Rennen. Wirklich gut gemacht. Mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 6 in der Fahrerwertung.